ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Und ich nehme dich auf jeden Fall heute wieder mit durch meinen Tag. Bisschen Food Diary, ein bisschen was ich so mache im Alltag. Und ja, hinterlass diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich natürlich sehr gerne über ein Abo freuen von dir. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, falls du das noch nicht tust. Dort teile ich eigentlich viel in meiner Story, auch täglich, sonst was ich so esse, was ich mache alltäglich so. Und ja, da kannst du mir sehr, sehr gerne folgen. Und auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei diesem Video. Wenn du weitere Videoideen hast, die ich unbedingt machen soll oder irgendwelche Challenges, bin ich gerne immer am Start. Und ja, schreib mir das gerne in die Kommentare rein. Und genau, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß. So Friends, ich habe hier jetzt meine Bag und wir gehen jetzt einkaufen, weil ich habe fast literally nichts mehr im Kühlschrank. Und ja, extrem Hunger kickt gerade ziemlich und Cravings auch. Und ich habe irgendwie fast nichts im Kühlschrank, was ich gerade will, was mein Körper braucht. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal einkaufen. So, ich habe gedacht, ich zeige euch mal kurz meinen Einkauf. Also ich habe hier auf jeden Fall ein paar Obst- und Gemüsesachen. Hier Kakis, ich liebe Kakis. Hier habe ich Pflaumen, dann ein paar Gemüsesachen halt. Hier habe ich eine Avocado, habe ich mal die richtig Bock drauf, aber habe ich echt so lange nicht gegessen. Friends, viel zu lange. Dann habe ich Mozzarella, weil, oh mein Gott, so ein großes Tierfood von mir, aber genau deswegen müssen wir es halt essen, ne? Lachs esse ich richtig gerne. Dann habe ich hier so eine Schoki gefunden. Leute, das hat mich Überwindung gekostet, die zu kaufen, aber die taste mir auf jeden Fall, weil ich glaube, die ist richtig, richtig geil. Genauso wie Spekulatius musste, glaube ich, einfach mit, weil, you know, Wintertime und so. Himbeeren, der Tee sah eigentlich ganz lecker aus. Dann habe ich hier so ein Baguette gefunden. Das wird, glaube ich, auch richtig nice und Sparfuchs mal wieder. Und dann habe ich noch ein paar Chips mitgenommen, die mag ich richtig gerne und ja, Friends, das wird was. So, Friends, ich habe hier jetzt mein Porridge. Ich will nicht, dass es hier überläuft. Genau, ich habe einmal Spekulatius-Porridge gemacht. Richtig geil. Ich habe dazu dieses, das ist unbezahlte Werbung hier, dieses Proteinpulver von Iromax benutzt, weil ich habe das im Laden gesehen und fand halt den Geschmack geil. Deswegen dachte ich, das schmeckt vielleicht ganz cool, wenn ich das in den Porridge mix. Und schmeckt auch wirklich richtig nice. Ich habe schon probiert. Genau, und darauf habe ich ein Spekulatius-Pudding gegeben. Und dann halt noch von diesen Spekulatius-Keksen. Und ich denke mir so, das ist der perfekte Spekulatius-Porridge. Genau, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe hier immer meinen Kalender und schaue so ein bisschen, was ich heute vielleicht mache. Ganz entspannt, ganz easy. Und ja, damit starte ich jetzt meinen Tag. Welcome back. Wir machen jetzt Lunch und eher gesagt, ist schon im Ofen. Also ich habe gerade im Ofen Süßkartoffelpommes gemacht und geschnitten. Ich habe dazu noch zwei Karotten gemacht, weil die sahen schon, wenn ihr sie seht, dann wisst ihr Bescheid. Ja, das Rezept ist mega einfach. Ihr braucht einfach die Zutaten und ich schreibe euch es nochmal unten in die Kommentare.
Ist was ich in der Lehrküche tatsächlich in der Schönklinik mal gemacht habe. Also Süßkartoffelpommes selber. Und genau, auf jeden Fall ziemlich nice. Und dazu machen wir heute Burger. Geil, Friends. Ich liebe Burger eigentlich, aber es ist natürlich nicht so oft, ne? Ja, irgendwie hatte ich heute mega Bock drauf. Auch mit den Süßkartoffelpommes, sehr nice. Und ich habe hier diese Burger-Patties. Die sind von Rave. Hier von Rewe. Ich habe die schon mal gehabt in so einer Bowl und die sind wirklich super, super lecker. Und die waren jetzt im Angebot. Wieder Sparfuchs am Start. Das mache ich auf so ein Brötchen. Und deswegen habe ich mir hier ein Brötchen geholt. Das ist ein Kartoffelbrötchen. Das sah irgendwie richtig nice aus. Oder beziehungsweise die Verkäuferin hat gesagt, sie müssen das probieren. Und ich so, komm, komm, nehme ich. Und deswegen, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Was darf auf einem Burger natürlich nicht fehlen? Genau, der Käse. Und deswegen, ich habe leider keinen Scheibenkäse, aber ich dachte mir so, komm, um dich nochmal richtig zu challengen, packen wir da jetzt einfach nochmal Mozzarella drauf. Hier einfach diesen normalen Mozzarella. Friends, das war wirklich ein Struggle, weil genau daneben war der Light Mozzarella. Und dann dachte ich erstmal so, okay, scheiße. Vor allen Dingen, der war halt auch im Angebot. Und ich so, nee, komm, Kim. Also, nee, einfach nein. Und deswegen habe ich dann erst richtig den genommen, weil der ist ja auch im Angebot gewesen und... Genau, Friends, weil warum sollte ich den anderen dann nehmen? Deswegen schön den normalen. Mozzarella ist auch kind of scary for me. Deswegen, genau, machen wir das jetzt. Friends, also die Pommes, ja, die sind etwas zu schwarz geworden, aber das ist nicht so schlimm, Friends, nicht so schlimm. Sind auf jeden Fall schön knusprig geworden. Und jetzt machen wir mal den Live-Taste-Test von dem Burger. Ich muss schon sagen, der sieht schon ziemlich geil aus. Dann, Friends, Burger ist geil, Burger braucht man sich nicht zu verbieten. Und was ist schlecht am Burger? Ich meine, das ist ein Brötchen, ein geiles Patty, Käse, alles was geil ist. Oh mein Gott. Wenn es dieses Patty, das ist so gut, dieses Patty. Also große Empfehlung von Rewe. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Und yes. So, Friends, es ist Snacktime. Woo. Nein, ich saß gerade ganz Zeit am Zeichen, also ungelogen. Ich sitze seit heute Mittag da auf diesem Platz mit meinem Tee und zeichne. Und mir macht das einfach halt mega Spaß, weil ich komme in der letzten Zeit echt nicht viel dazu. Und jetzt, ja, wenn ich Zeit habe, nehme ich mir die Zeit auch gerne und zeichne einfach mal ein bisschen los. Macht mega Bock, habe ich früher echt viel gemacht, aber einfach viel zu selten jetzt. Und genau, es ist Snacktime und Friends, ich war beim Bäcker, ich war ja heute Morgen beim Markt. Genau, da habe ich auch dieses leckere Brötchen her vom Burger. Genau, und da dachte ich so, okay, komm Kim. Stimmt uns jetzt eigentlich was mit, weil, ungelogen, erstens, ich liebe die Sachen vom Bäcker, also diese ganzen Stückchen und alles. Und zweitens, ich habe so Angst vor diesen ganzen Sachen, beziehungsweise mein Kopf ist dann noch ein bisschen, ja, der sagt halt, es ist alles ungesund und dies und das und jenes. Und deswegen dachte ich mir so, komm, Kim, fängst du jetzt mal an, die ganzen Sachen vom Bäcker durchzugehen, weil da gibt es nämlich wirklich so viele geile Sachen. Und genau, deswegen challengen wir heute eine Sache vom Bäcker und ich zeige euch mal, was es ist. Ist halt auch noch so richtiger Killer bei mir, aber ich dachte mir so, wenn es dich nicht challenged, dann wird es sich nicht verändern. Also Freunde, merkt euch diesen Spruch. Und das sah einfach so gut aus und ich muss es einfach mitnehmen, gerade zu dieser Jahreszeit. Friends! Einfach ein Franzbrötchen. Oh mein Gott, es riecht so gut und es sieht so gut aus. Ja, das hat mich richtig angelächelt und ich laufe da jedes Mal vorbei und dann denke ich mir so, ich könnte eigentlich alles davon essen, aber
Genau, deswegen habe ich mich jetzt mal dazu gebracht, auch was zu kaufen. Und Freunde, wir verdienen das. Es ist einfach ein ganz normaler Snack und es ist wie ein Riegel oder ein Obst. So, es ist einfach ein Snack, so eine Zwischenmahlzeit. Deswegen können wir uns das auch jeden Tag genehmigen oder gönnen oder keine Ahnung was. Friends, life is too short. Ja, auf jeden Fall lasse ich mir das jetzt schmecken. Und das sieht richtig lecker aus und ich freue mich. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich freue mich. Ah, mein Kopf sind schon wieder so viele Gedanken, aber Friends, wir schaffen das, wir machen das und let's do this. Und dazu mache ich mir noch eine Mandarine, weil weihnachtlich und so. Schmeckt wie Weihnachten, wirklich. Schmeckt wie Weihnachten. Oh mein Gott, richtig geil. Ich bin gerade so froh, dass ich mir das geholt habe. Nur diese dumme Stimme in deinem Kopf, nur diese dumme Stimme in deinem Kopf verbietet dir das. Dein einzigstes Limit bist du selbst. Merk dir das. Und ich genieße dieses geile Franzbrötchen jetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich kein Franzbrötchen mehr gegessen habe. Oh mein Gott. Gar nicht, ich freue mich gerade voll. Wie war mein Tag? Ja, mein Tag war eigentlich nicht so spannend, also ziemlich langweilig. Ich habe den ganzen Mittag noch gezeichnet, das hat mega Spaß gemacht und ich war wieder so in meinem Flow. Deswegen habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, einfach da weiter dran zu bleiben. Und genau, das hat auch ein bisschen Ablenkung gegeben. Dann habe ich noch mit einer lieben Freundin telefoniert. Johanna, falls du das siehst, ich glaube an dich, ich bin stolz auf dich und wir schaffen das. Jetzt ist Abend, ich werde mich jetzt auf die Couch pflanzen. Aber davor werde ich auf jeden Fall ja noch was zu Abend essen. Was gibt's nicht Besseres als eine Pizza Night? Ja, Friends, ich dachte mir so, komm Kim, du hast so viele Lebensmittel, die dir eigentlich noch ein bisschen schwer fallen, wo du immer noch nicht die ganz vollkommen essen kannst, ohne einen komischen Gedanken in deinem Kopf zu haben. Frag nicht. Genau, und deswegen musst du jetzt anfangen, alle abzuarbeiten, weil sonst wird die Liste ja auch nicht kürzer. Genau, und deswegen... Ja, gebe ich mir jetzt nochmal einen richtigen Ruck, weil das Franzbrötchen heute Mittag war sehr, sehr lecker und auch der Burger. Aber ich dachte mir so, jetzt dann wieder abends einzusparen oder so, gebe ich der Essstörung wieder nur nach. Und deswegen dachte ich so, hauen wir noch einen drauf. Genau, deswegen bestelle ich mir jetzt eine Pizza. Habe ich richtig Bock drauf, obwohl ich hier alleine in meiner Wohnung bin und keiner mir zuschauen kann, wie viel ich esse, wann ich esse und was ich mache. Aber ich tue es für mich alleine, genau. Und ich habe da jetzt auch richtig Bock drauf und... Friends, wir bestellen uns jetzt. Ich werde mir wahrscheinlich eine Pizza Tonno bestellen. Aber ich weiß auch nicht, ich liebe die halt. Friends, wir bestellen die genauso, wie die auf der Karte ist. Genau. Pizza mit Käse, mit Thunfisch, mit Zwiebeln, geil. Und genau, die wird da jetzt gemacht und ich habe da jetzt richtig Bock drauf und ich steppe jetzt die 3 Schritte raus und hol die mir und dann sehen wir uns gleich. Got it! So Friends, ich habe gerade meine Pizza geholt und oh mein Gott, Friends, wenn ihr das riechen könntet, das riecht so geil nach diesem Pizzateig und seht euch dieses Prachtstück an. Schön viel Käse, schön viel Thunfisch und Zwiebeln, alles was sein muss und ja. Ich schließe mich jetzt hier auf die Couch und mache mir einen schönen Abend. Schau dabei ein bisschen Netflix mal wieder. Genau, ich freue mich jetzt richtig drauf. Yay! Leute, Pizza. Pizza is life. Recovered einfach nur schon mal aus dem Grund für Pizzaabende. Pizzaabende mit Freunden, nach Feiern. Am Sonnenuntergang, am Strand, I don't know, Pizza, Freunde. Pizza gehört zum Leben dazu und Pizza ist einfach so lecker. Wirklich. Deswegen, die Erfahrung tut's, challenged euch und wir schaffen das zusammen. So Friends, wie man sieht, ich schaue hier irgendwie so einen Film, aber der ist eigentlich ganz geil, ist ein bisschen...
Fantasy und sowas. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall mal kurz, was ich hier so zu snacken habe. Und zwar habe ich mir einmal eine Birne gemacht, weil irgendein frisches Obst brauche ich immer. Genau, dann habe ich hier einmal, mache ich ja immer meine Daily so Joghurt Bowl. Ich liebe die halt einfach. Das ist einmal Salted Caramel Pudding und einfach Naturjoghurt. Dazu Blaubeeren, beste Leben. Ja, ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Ich hatte ja neulich so Cravings danach und die sind halt auch richtig geil. Deswegen, genau. Und dann habe ich hier, habe ich ja auch einmal diese Schokolade. Die habe ich neulich im Lidl gekauft, genau. Die ist richtig geil und dazu noch ein Riegel und ja. So, Friends, das war's mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dir hat's gefallen und ich konnte dir ein bisschen Motivation geben oder ein paar Gedankenanstöße. Mir hat der Tag sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich wieder vielen Herausforderungen gestellt, aber ich merke einfach, dass du mehr ich gegen diese Stimme in meinem Kopf ankomme, desto kleiner wird sie und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch irgendwann, dass ich irgendwann ein freies Leben führen kann, denn das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die letzten Tage haben schon so viel ausgemacht in meiner All-In-Recovery. Ich weiß nicht, ich merke einfach, wie frei ich einfach bin, auch vom Kopf her, dass ich einfach machen und tun und lassen kann, was ich will so. Und das fühlt sich auf jeden Fall total gut an. Und ja, ich hoffe, du steigst mit ins Boot ein, falls du dich noch nicht entschieden hast. Girl, dein Leben wartet da draußen. Und ja, ich freue mich sehr gerne, wenn du mich auf meiner Reise natürlich begleitest. Dankeschön fürs Zuschauen. Und gerne abonniert meinen Kanal und die Glocke gerne auch aktivieren. Dann verpasst du kein Video mehr von mir, weil ich weiß momentan noch nicht so ganz, wann die Videos immer kommen. Ich muss da noch mal ein bisschen so meinen Weg finden. Genau, aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wann immer du das Video angeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal.